Conny, ich nehme dich mit in eine wilde Flusslandschaft. Da funkeln Bäche, Eisvögel schillern, Libellen schwirren durch die Luft. Und außenrum sind Wälder, Weiden, Heiden und ein großer Strom. Morgens, wenn man an den Lech kommt und dann war plötzlich ein wunderschönes Licht und ein bisschen Nebel auf dem Wasser und die Schwäne da. Also dass man schon fast sagt, naja, wenn man es gemalt hätte, würde man sagen, es ist kitschig. Ist aber nicht gemalt, ist echt. Ach, da will ich hin. Kommt noch mit. Wilde Winkel. Bayerns Naturpodcast. Herzlich willkommen, ich bin Bettina Weitz, ich bin Journalistin und ich bin so gerne draußen. Eben genau da, wo das Leben funkelt. Zum Beispiel, weil Wasser frei dahin fließt. Schön flach und breit. Dann fängt sich die Sonne da drin und allerhand Fische und Frösche fühlen sich wohl. Und dann natürlich auch die Vögel, die von denen leben. Wunderbare wilde Winkel. Bloß, so oft gibt's sowas gar nicht. Besonders gut dürfte die Chance, sowas zu finden, in Natura 2000-Gebieten sein. Die haben nämlich sozusagen das Gütesiegel der EU dafür bekommen, dass da Naturerbe von europäischem Rang ist. Und das soll auch erhalten werden. Jeden Monat erkunde ich hier eines davon. Jetzt im Juni geht's an den Lech. Wilde Winkel. Der Augsburger Stadtwald. Bin gespannt, ob ich diesmal da Wildnis für dich finde. Zuerst habe ich es hier im Podcast ja im Allerheiligsten der Augsburger versucht. Im Siebentischwald, gleich hinter dem Hochablass. Hat auch geklappt. Im Wasserschutzgebiet dort. Kein Spritzmittel, kein Kunstdünger, damit das Wasser gut bleibt. Und der Nebeneffekt, da summt's und brummt's, dass es eine Freude ist. Das ist wie Urlaub hier. Wenn man hier reinfährt zum Arbeiten, dann fühlt man sich wie im Urlaub. Aber normal darf man da halt nicht rein. Da ist ein hoher Zaun rundherum. Naja, dann war ich auf der Königsbrunner Heide und bei den Przewalski-Pferden. Die sind eigentlich Wildpferde, aber hier sind sie sozusagen berufsmäßige Landschaftspfleger. Die machen ihren Job, da kann man nichts sagen. Die Weide, die Heide, der Wald in ihrem Gehege, alles fein. Und die Pferde selbst sind auch wunderschöne Tiere. Aber ich suche ja Wildnis. Und deswegen gehe ich heute auf Safari. Auf eine Fotosafari. Zusammen mit Katrin Habenicht. Sie ist Naturfotografin. Ihre Fotos finden sich überall in Zeitungen und im Internet. Und sie wohnt ganz in der Nähe vom Augsburger Stadtwald. Und sie kennt ihn wie ihre Fototasche. Wir treffen uns ganz im Süden, in der Nähe von der Lechstaustufe 23, zwischen einem Wäldchen und Wiesen, dem Lochbach und dem alten Floßgraben. Ja, hallo. Ja, genau. Ich fotografiere gerne hier draußen. Und Stadtwald ist natürlich einfach ein schönes Revier, wo man spazieren gehen kann, rumlaufen kann, aber eben auch, wo man Ecken findet, wo es doch noch sehr wild ist und wo man auch was fotografieren kann als Naturfotograf. Heiden- und Kiefernwäldchen, wie sie so typisch sind für den Augsburger Stadtwald. Da gibt es mal Sonne und mal Schatten und dazwischen ein ganzes Netz von Bächen. Da fühlen sich Tiere wohl, die es sonst kaum mehr gibt. Was ist Ihr Lieblingsmotiv? Also schon dieser junge Eisvogel, den ich hier am Lochbach fotografiert habe. Und natürlich Königsbrunner Heide. Da gibt es zum Beispiel die Zangenlibelle. Zur Blütezeit, sobald die ersten Blüten da sind, die ersten Schmetterlinge da sind, Heuschrecken, da findet man immer was zum Fotografieren. Da kann man sich stundenlang aufhalten, das ist kein Problem. Das ist so der Hotspot, oder? Die Königsbrunner Heide. Das ist, ja, ein Hotspot. Das Sahnehäubchen. Genau. Der Eisvogel. Was für ein schmuckes Tier. Topasblaue Flügel, bernsteinbraune Brust. Und den hat Katrin Habenicht hier fotografiert? Vielleicht gelingt uns das ja heute auch. Immerhin ist das hier ein Schutzgebiet von europäischem Rang. Auch damit es Eisvogel und Co. gut geht. Jetzt gehen wir so richtig fotografieren. Ich habe mir sogar extra eine schöne Kamera ausgeliehen. Ja, ich bin gespannt. Ich bin nämlich sonst eher die Tonfrau. So. Ich bin ganz stolz auf die schöne Kamera. Spiegelreflex. Viel schwerer als mein Aufnahmegerät.
So ein richtig feines Gerät mit einem Objektiv so groß wie meine Faust. Aber Katrin Habenicht schaut irgendwie so komplett unbeeindruckt. Ich habe gedacht, also Sie sagten am Telefon, eine weite Brennweite, das ist jetzt nicht so wahnsinnig lang, aber so ein bisschen was hoffentlich. Ein bisschen was, ja. Kann man damit anfangen. Oder soll ich mein Handy lieber gleich nehmen? Nein, das ist schon gut. Also letztendlich muss man beim Fotografieren ja auch immer die Bilder, die man machen möchte, von seiner Ausrüstung abhängig machen. Also jetzt mit der Ausrüstung einen Eisvogelformatfilm zu fotografieren, das wird wohl nicht gelingen. Aber zum Beispiel mal das Revier, wie es aussieht, da wo der Eisvogel lebt, das ist ja schon gut möglich damit. Katrin Habenicht packt ihre Kamera noch nicht aus. Ich lasse meine Kamera noch ein bisschen auf dem Rücken. Sie haben ihre in einem praktischen Rucksack, um den Hals nach vorne hin haben Sie das Werkzeug für die Ornithologen. Genau, das Fernglas. Das ist auch beim Fotografieren eigentlich immer dabei, weil man muss ja wissen, was man sieht und das rechtzeitig sehen, damit man sich dann auch entsprechend annähern kann. Ah, da weiß ich schon, was ich jetzt vergessen habe. Gut. Natürlich, für viele Dinge braucht man auch Planung. Wir waren jetzt gerade unterwegs, wollten blaue Moorfrösche fotografieren. Das haben wir jetzt das dritte Jahr versucht und jetzt im dritten Jahr waren wir erfolgreich. Hier im Stadtwald? Nein, nicht hier im Stadtwald. Also die sind in Bayern nicht mehr so viel vorhanden, da sind wir weitergefahren. Also das sind dann schon so Bilder, wo man auch länger plant. Oder auch wenn ich jetzt sage, ich will unbedingt einen Eisvogel fotografieren, weil ich ein Eisvogelbild brauche, dann muss ich halt vorher eigentlich schon wissen, wo die Eisvogelreviere wirklich sind. Haben Sie schon mal einen hier gesehen? Ja, hier in der Nähe habe ich schon häufiger einen gesehen. Ob die allerdings Brutreviere hier haben, weiß ich nicht. Dazu gehört ja einiges, dass die dann auch einen Brutplatz finden und entsprechend viel Fische fischen können, damit sie auch ihre Jungen füttern können. Aber wenn wir Glück haben, sehen wir einen. Was für Fische fressen die denn? Ja, kleinere halt. Die nehmen Stichling, aber die nehmen auch junge Barsche und die nehmen auch junge Forellen. Klingt ganz lecker so. Ja. Schauen wir doch gleich mal hier zum Wasser, wie es denn hier aussieht. Sieht man schon einen Trampelpfad. Das ist ein ganz klarer Bach. Ja, das ist natürlich auch wichtig für den Eisvogel, denn der jagt ja auf sich. Das heißt, der sitzt irgendwo am Ufer. Also da hinten zum Beispiel sieht man ja, dass da so ein Ast übers Wasser ragt. Wäre jetzt ein guter Ansitz für einen Eisvogel. Und ah, klar. Der Ansitz heißt, da sitzt er dann und sobald er einen Fisch sieht und meint, den könnte er kriegen, dann stürzt er sich rein. Genau, wie so ein Pfeil taucht er dann ein und ist mal erfolgreich und mal war der Fisch schneller. Aber im Moment nichts zu sehen, auch nichts zu hören. Also was auch ganz wichtig ist, ist bei der Vogelfotografie die Ohren auf, weil die meisten Vögel, die hört man, bevor man sie sieht. Das ist beim Eisvogel eigentlich auch immer der Fall. Also der hat, wenn er losfliegt, auch wenn er sich hinsetzt, ein ganz charakteristisches Pfeifen. Und wenn man das hört, weiß man schon, es ist zumindest einer in der Nähe. Wie klingt das ungefähr? So ein ganz schrilles Pfeifen. Also nee, ich bin kein Eisvogel, ist viel höher, ist ein richtiges Pfeifen, so auf den Punkt. Aber wenn man es einmal gehört hat, kann man sich das gut merken. Dann weiß man, er ist in der Nähe jetzt. Hier hören wir nichts. Was wir hören, ist der Buchfink da oben, genau. Und es ist immer erstaunlich, das wundert mich jedes Mal wieder, wenn ich nach dem Eisvogel suche, dass man ihn so schlecht sieht. Es ist ein so bunter Vogel. Also im Flug sieht man ihn sehr deutlich, wenn man dann die blau-grün schillernde Rückseite über dem Wasser hat. Aber wenn er irgendwo sitzt und diese orangefarbene Brust zeigt und hier gerade so in so dem Gebüsch oder da, wo jetzt noch die trockenen Buchenblätter so ein bisschen mit reinragen, ist es wirklich erstaunlich, wie schlecht man den mit dem Auge finden kann. Gehen wir noch mal ein Stück weiter. Eine Meise war gerade hier. Was ist das? Das ist eine Kohlmeise, hat er gerade sich ein bisschen über uns geärgert. Okay, wir gehen ja schon. Wir sind jetzt am Nachmittag. Was ist denn eigentlich die beste Zeit? Also zum Fotografieren so meistens früh aufstehen und dann ganz früh morgens los. Das hat mehrere Vorteile. Das Licht ist schön. Wenn man jetzt mittags geht, dann hat man oft so ganz hartes Licht. Das mag eigentlich die Fotografen nicht so gerne. Und außerdem hat es den Vorteil, dass man natürlich nicht so viel Spaziergänger und so weiter hat, die dann doch oft mal die Vögel so ein bisschen verscheucht haben oder die Vögel ziehen sich einfach ein Stück zurück. Die sind morgens oft noch ein bisschen ungestörter und mehr da, mehr zu sehen. Müssen wir schauen, dass wir noch mal wieder irgendwo ans Wasser kommen. Wir gehen jetzt am Rand der großen Wiese entlang. Ah ja, jetzt ist da so ein Haufen morsches Holz.
Na, das ist ja jetzt ein ganz lauschiges Eckchen hier. Da biegen sich Büsche über das Wasser. Ja, also Ansitze hätte der Eisvogel hier jetzt genug. Wie das mit den Fischen hier ist, das weiß ich natürlich nicht unbedingt. Ich sehe keinen einzigen. Nee, ich sehe jetzt hier nämlich auch nicht viel, aber gut, das heißt jetzt auch nichts. Im Sommer hat man natürlich das Problem, dass die Eisvögel in erster Linie in den Brutrevieren zu finden sind. Und jetzt bräuchten die natürlich auch einen Platz, wo sie brüten können. Und das, was wir jetzt hier sehen, das ist einfach zu flach. Was sie auch nehmen, sind umgefallene Wurzelteller. Wenn der groß genug ist und sie da eine Bruthöhle reingraben können. Aber hören tue ich jetzt nichts. Da hinten wäre so ein Teller, so ein Baumteller. Können wir doch mal da schauen. Also jedenfalls gefällt es mir schon insofern, als es ein richtig schöner wilder Winkel ist. Ja, es ist wunderschön hier einfach. Es ist so, man geht hier nur ein paar Meter quasi an der Wiese lang und ist schon gleich im wilden Bereich. Ja, ist echt wild. Wir kämpfen uns hier über einen alten morschen Baum und durch irgendwelche Dornengestrüppe. Also das normale Vorgehen, wenn man jetzt durch einen Eisvogel, das ist dann, also wenn man weiß, da sitzt der häufiger und fischt, dass man sich dann da hinsetzt und einfach ein paar Stunden wartet und in ein paar Stunden, wenn man Glück hat, ein paar Bilder macht. Das Laufen hinter Vögeln her ist eher ungewöhnlich. Welche Spur ist das? Der Biber da unterwegs? Ich kann mir vorstellen, dass der Biber, der schafft natürlich auch Biotope, auch für den Eisvogel wieder. Weil er oft ja das Gewässer ein bisschen beruhigt und sich dann so kleinere Teiche, Seen bilden. Da profitiert der Eisvogel schon auch davon. Wit, wit, was ist das? Das ist eine Kohlmeise. Eben hat man noch einen Grünfink gehört. Ich habe so den Eindruck, weiter vorne sind ein paar, oder? Ja. Wobei das immer so eine Gefahr bei der Naturfotografie ist, dass man immer denkt, da wo man gerade selber nicht ist, das sind die besseren Motive. Und dann läuft man wieder ein Stück. Aber natürlich, wie das mit Vögeln ist, wenn wir uns jetzt hier zusammen laufen und uns auch unterhalten, man vertreibt sich. Dann ist man wieder da, wo man dachte, wo die Vögel sind. Und stellt fest, seltsam, sie sind hier auch nicht. Also, hier sind so große Baumstämme. Wenn wir uns jetzt einfach hinsetzen für ein paar Minuten. Das wäre, glaube ich, gar nicht schlecht. Wir nehmen auf einem Stapel modriger Baumstämme Platz, direkt am Bach. Katrin Habenicht setzt ihren Rucksack ab, macht ihn auf. Und jetzt verstehe ich ihren Blick von vorhin, als sie meine Kamera gesehen hat. Kannst du auch mal die Kamera auspacken? Oh, also mit dieser Kamera kann ich natürlich nicht mithalten. Also das Objektiv ist ungefähr so lang wie mein Oberschenkel. Ja gut, das ist sicher ein Unterschied. Hier wird es auch ungefähr die sechsfache Brennweite. Also das sind 600 mm. Das ist so an der unteren Grenze, was für die Vogelfotografie eigentlich sinnvoll ist. Das sieht gewaltig aus, es sieht aber auch deswegen so gewaltig groß aus, weil es relativ lichtstark ist. Also je größer halt oben der Durchmesser vom Objektiv, desto mehr Licht kommt in die Kamera, desto besser kann man dann auch noch bei nicht ganz so guten Lichtverhältnissen fotografieren. Ich hatte es jetzt gerade mit zum Biber fotografieren. Da ging es dann eben doch noch, weil der Biber kommt ja auch immer erst raus, wenn es dann schon relativ dunkel ist und da ist dann so ein lichtstarkes Objektiv sehr nützlich. Und das ist jetzt noch nicht das Größte, was ich benutze zur Vogelfotografie, sondern das Größte, was ich aus der Hand benutze. Ohne Stativ. Ohne Stativ, genau. Weil ich dachte, wir laufen und das andere hat auch noch sehr viel mehr Gewicht. Übrigens, da drüben saß jetzt gerade ein Zaunkönig auf diesem Baumstamm da. Wie eine Maus huscht der winzige Vogel mit dem aufrechten Schwänzchen über das Moos. Und das, der Zaunkönig singt jetzt. Und oben eine Ringeltaube ruft. Die Ringeltaube kennt man immer an den 5 Silben. Wir hören ganz schön viel. Dabei verstecken sich die meisten Vögel im Juni eher und halten sich auch mit dem Gesang zurück. Sie brüten nämlich. Da wollen sie nicht verraten, wo ihre Jungen sind. Und überhaupt sind sie schwer beschäftigt. Das ist jetzt das Rotkehlchen, das so flötet. Buchfinken, genau. Ob wir noch grüne Keiljungfern sehen? Das sind Libellen, für die ist dieses europäische Naturschutzgebiet hier nämlich bekannt. Die sind handtellergroß und schillern grün. Ich habe jetzt in der letzten Zeit auch viel eben Libellen fotografiert und da kann man auch mal sagen, da wo schöne Libellen sind, da ist es eigentlich auch immer schön. Und dann entdeckt man eben sowohl schöne Orte als auch wieder andere Fotos.
Und wie ist das? Das ist einfach so, dass ich ja so gewohnt bin, so früh aufzustehen und zu fotografieren. Und die Libellen, die werden ja erst aktiv, wenn es richtig warm wird. Die müssen ja erstmal sich aufwärmen. Und da war ich ganz erstaunt, dass die alle so viele Nerven hatten und erstmal ausgeschlafen haben, bevor wir losgezogen sind. Und das ist schon ein Unterschied. Also das macht aber das Libellenfotografieren auch ganz charmant. So viel Leben. Einfach ein Genuss, hier zu sein. Umgekippte Bäume. Ja, es hat so ein bisschen was Wildes hier. Das ist schön dann zum Fotografieren. Aber man braucht Geduld. Es war ganz lustig, als ich hier am Lochbach mal gesessen habe, als ich eben die Wasseramsel fotografieren wollte und der Eisvogel vorbeikam. Da hatte ich dann mich mit Tarnung hingesetzt, also ein Tarnnetz, ein bisschen drüber, und dann wirklich lange gewartet. Und daneben ist aber eine Bank, und da hat sich dann ein Spaziergänger neben mich gesetzt, hat mich aber nicht bemerkt. Und ich habe die ganze Zeit noch viel ruhiger da gesessen, weil ich Angst hatte, wenn ich mich jetzt bewege und er merkt, da ist irgendwas, dass er sich so zu Tode erschreckt. Und das wollte ich eigentlich wirklich vermeiden. Aber er hat dann wirklich eine Zeit lang da gesessen, dann ist er wieder auf sein Fahrrad gestiegen. Das fand ich sehr lustig, also dass der wirklich die ganze Zeit nicht gemerkt hat, dass er da nicht alleine sitzt. Plötzlich richtet sich Katrin Habe nicht auf. Oh, das ist was Besonderes da oben, das ist ein Kreuzschnabel. Da oben auf dem Ast von der Kiefer, ja. Dieser kahle Ast, ja. Möchten Sie mal das Fernglas nehmen? Gerne. Da würde ich jetzt auch mal versuchen, ein Bild zu machen. Jetzt ist er weg. Ja, aber schön. Haben Sie noch gesehen? Ich habe ihn mit bloßem Auge gesehen. Mhm. Das ist schön. Also Fichtenkreuzschnabel. Der war wirklich sehr schön. Ein Männchen mit einer richtig leuchtend roten Brust. Wirklich schöner Vogel. Aber zum Foto hat es jetzt leider auch nicht gereicht. Ist der nicht da oben, da bei dieser Esche? Ich schau mal. Ganz oben in der Krone. Ja. Da holt er sich jetzt da die Knospen. Jetzt geht er links hoch, da so ein bisschen. Genau. Ja, wendet sich uns zu. Es ist ja ganz oben. Jetzt müssen ja, Sie sich gut fotografieren können. Ja. Genau, machen wir noch mal ein Bild. Ich versuche noch mal hier unten. Jetzt guckt er nach links. Es ist zwar schön, wenn man den Schnabel im Gegenlicht sieht. Ja, das ist natürlich viel zu weit weg für ein gutes Foto, aber es ist auf jeden Fall mal ein Belegbild. Ja, also man kann ihn auf jeden Fall anhand des Fotos wirklich bestimmen. Schön. Auch eine Beobachtung, die man ja nicht jeden Tag macht. Jetzt putzt er sich. Ja, besser ruhig sitzen. Dreht still sich sitzen um. Wäre besser. Ja, jetzt. Jetzt, genau. Jetzt ist er schön da. Aber ich mit meinem kurzen Objektiv, ich versuche das jetzt gar nicht. Also, ich habe schon gar nicht den Baum gefunden. Ist noch links einer, ist das auch einer? Ist er auch? Genau. Ja, sitzt wieder einer. Das ist eine ganze Gruppe, die hier unterwegs ist. Schön. Ganz stromlinienförmige Vögel, gell? Da konnte man jetzt schön den namensgebenden gekreuzten Schnabel, also Ober- und Unterschnabel, ja, konnte man jetzt schön sehen. Mit bloßem Auge kann ich das nicht erkennen. Sie fotografiert die Kreuzschnäbel auf dem Ast, aber auch im Flug, wenn sie sich treffen oder beim Putzen. Es ist wie beim Fotografieren von Menschen. Man macht ja nicht nur Porträts, ja. Man macht ja eben auch Menschen bei der Arbeit oder gute Bilder zu machen, die trotzdem noch ansprechend sind, aber die eben auch das Verhalten der Tiere zeigen. Das ist dann schon eine größere Herausforderung. Die meisten Bilder löscht sie später, sagt Katrin Habenicht. Im Schnitt behält sie von 10 eins. Und manchmal geht alles ganz anders als geplant. Ich bin mal losgefahren und wollte Seeadler fotografieren. Und womit ich nach Hause gekommen bin, war ein Bild von einem badenden Haussperling, also von einem Spatz. Aber trotzdem ist das ein ganz schönes Bild eigentlich. Und man muss dann einfach auch das nehmen, letztendlich, was man bekommt. Oder wenn der Eisvogel sich nicht zeigt, aber der Kreuzschnabel? Dann nimmt man den halt mit, genau. Es gibt eben auch immer wieder Bilder, die sozusagen als Beifang entstehen und die dann nicht weniger schön sind oder mir weniger lieb wären. Und schön war's. Und wäre es sogar gewesen, wenn wir gar kein Bild gemacht hätten, meint Katrin Habenicht. Das passiert ihr nämlich auch oft. Man ist draußen gewesen, man ist in der Natur gewesen, man ist an der frischen Luft gewesen. Wenn es gut läuft, hat man ein bisschen Sonne bekommen. Und also ich habe es noch nie bereut. Und du? Mit was für Fotos bist du denn schon mal nach Hause gekommen, als du eigentlich was ganz anderes fotografieren wolltest? Hast du vielleicht mal eine echte grüne Keiljungfer aufs Bild bekommen?
Erzähl mir davon. Schick mir eine Sprachnachricht oder eine WhatsApp unter der Nummer 0160 90 56 68 18 oder auch gleich die Bilder auf Instagram oder Facebook unter Bayerns wilde Winkel. Ich probiere es übrigens gleich gar nicht, irgendwelche Mini-Vögel in entfernten Bäumen zu fotografieren. Mit meinem viel zu kleinen Objektiv. Puh. Wir gehen zurück. Und wir kommen an eine Stelle, an der Bach wirklich ganz allerliebst ist. Flach und funkelnd, lauschig am Waldrand. Da stupst mich Katrin Habe nicht an. Da könnte man ja noch mal probieren, jetzt mit diesem Astenwasser, ob Sie da mit Ihrer Kamera und Ihrem Objektiv noch mal ein Bild machen. Dann mache ich das mal. Genau. Aufmachen hilft auch. Bei der Spiegelreflex kann da nicht viel passieren, man sieht es dann. Genau. Wie mache ich das? Vielleicht auch so? Ja, sehr gut. Ich nehme also erstmal den Kameradeckel ab und lege mich ans Ufer. Immer mal eine ungewöhnliche Perspektive, hatte mir Katrin Habe nicht noch empfohlen. Und mit einem kleinen Objektiv wie meinem lassen sich Landschaften besser aufnehmen als mit ihrem riesigen, hat sie auch gesagt. Das macht nicht so ganz. Vielleicht ein bisschen Gras im Vordergrund. Hier, das ist das Foto. Ja, aber ist doch gar nicht so uninteressant mit dem unscharfen Gras und diesem Durchblick. Also jetzt vielleicht noch nicht so ein Wettbewerbsfoto, aber es ist schon mal ein Anfang, oder? Dankeschön. Und wir haben hier einen wunderschönen wilden Winkel gefunden. Also dieses Bächlein ist ja großartig. Und ja, diese genau. Stämme zum Draufsitzen und Vogel beobachten, herrlich. Wenn es nur Vogel hören ist, oder? Wir haben ja viel mehr Arten jetzt gehört, als wir gesehen haben. Bestimmt. Und das ist ja aber auch schon schön. Man weiß, was da ist. Also das finde ich schon auch wirklich schön. Perfekt. Und das macht man ja eigentlich auch nur, wenn man sich in Ruhe mal hinsetzt und mal die Ohren aufsperrt. Also ich bin schon ganz glücklich und bedanke mich. Ja, mir hat es auch viel Spaß gemacht. Und vielleicht wird es ja noch was mit dem doch mehr Fotografieren gehen. Ich kann es nur empfehlen. Man kriegt einen ganz anderen Blick auf viele Dinge. Mission accomplished. Im Augsburger Stadtwald habe ich also richtig schöne wilde Winkel gefunden. Damit war's das für den Juni hier im Podcast. Im Juli, da mache ich mich auf die Suche in Unterfranken, nämlich im Hochspessart. Auch ein Natura 2000 Gebiet. Rund ums schöne Flüsschen Hafenlohr. Du meinst, na klar, da gibt's doch nur wilde Winkel, was denn sonst? Da wirst du dich wundern. Hör doch wieder mit. Am Freitag in einer Woche geht die nächste Folge online. Wilde Winkel. Bayerns Naturpodcast. Klick jetzt am besten gleich auf Folgen. In manchen Programmen heißt das auch abonnieren. Und übrigens, so pfeift der Eisvogel. Dieser Podcast ist Teil des Projekts Life Living Natura 2000. Das hat die Aufgabe, unter dem Motto »Ganz meine Natur« über Bayerns Naturerbe von europäischem Rang zu informieren. Die Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege setzt das Projekt um. Gefördert wird es von der Europäischen Union, dem Bayerischen Umweltministerium, dem Bayerischen Naturschutzfonds und der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Mehr Informationen dazu unter www.ganzmeinenatur.bayern.de.